So Leute, da sind wir bei Blacky erklärt. Und dieses Mal Reservedes Teil 2. Diesmal geht es eher um das Financing. Um meine Erfahrungen, um das, was ich gemacht habe. Disclaimer direkt am Anfang. Ich habe keine Ahnung von Financing. Nur weil ich hier irgendwas euch erzähle, heißt das nicht, dass das weiß, ob das funktioniert oder ähnliches. Ich bin nicht dafür verantwortlich, was ihr mit eurem Geld macht. Bitte danke. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mit der Reservedes relativ viel gemacht und ich habe damit meinen Death in Texas, ich habe ja Anfang des Jahres ein paar mehr Death in Texas Decktext gemacht. Das ist All Foil, All Premium, All Promo Pack. Gedöns. Das habe ich komplett bezahlt, indem ich die Reserved List abused habe. Zwar 2017, 2018 so um den Dreh rum, da wo eben der große Hype schon mal war. Und dort eben viel mit An- und Verkauf gemacht habe. Diese Erfahrung würde ich euch mit euch gerne jetzt teilen und möchte euch sagen, welche zwei Sachen es so gibt, in die ich Sachen unterteile. Ebenfalls ist für mich wichtig, wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, Blacky, ich habe die Idee mit der Karte XY, ich möchte die gerne kaufen, ich möchte davon gerne 50 Millionen Stück unter das Bett legen und damit Geld machen. Würdest du mir das empfehlen? Werde ich euch sagen, gebe ich euch keine Antwort drauf. Ich werde euch nicht sagen, kauft die Karte, macht das mit der Karte oder ähnliches. Wenn ich Kartennamen nenne, dann sind die random, dann sind die zufällig oder eben als Beispiel aus der Vergangenheit. So, erstmal ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Fast Money und Investment Money. Zumindest nenne ich die Teile so. Wie gesagt, ich habe das Ding nicht studiert, ich habe keine Ahnung davon. Fast Money ist ganz einfach dieses in einen Hype hineinkaufen, beziehungsweise in einen Hype hinein verkaufen. Oftmals kann man eben Karten, die gerade am Steigen sind, weil sie gerade aufgekauft werden, noch für relativ günstig einkaufen und sie eben schon etwas teurer wieder reinschmeißen. Das ist auf MKM so eine Grauzone, weil ich glaube, dass dürfen aus dem großen Stil nur Händler machen. Aber wenn ihr noch Karten rumliegen habt oder eben Privatkarten ankauft und sie dort eben günstiger ankauft oder eben auf MKM vor ein paar Wochen, ein paar Monaten oder ähnliches eine gewisse Anzahl an Karten gekauft habt, dürft ihr die natürlich verkaufen. Hierbei ist es interessant, dass man selber die Karten, die man kauft bzw. verkauft, nicht selber aussucht, sondern man geht auf einen Hype-Train mit. Man schaut sich an, hey, diese Karte wird jetzt gerade verkauft bzw. gekauft und ich habe davon noch welche oder ich habe welche günstig davon erworben. Die möchte ich jetzt in diesen Hype rein verkaufen. Dann hat man selber diesen Hype nicht kreiert, sondern man läuft praktisch mit. Oftmals ist das so, dass man so 50 Cent bis 1 Euro Karten kauft und dann eben die meistens so für 5 bis 10 Euro verkauft. Das passiert aber relativ selten. Im Normalfall rechnet man mit so 2 bis 3 Euro pro Karte, wenn man ja eben mit in diesen Hype rein verkauft. Das ganze System ist relativ unsicher, gerade wenn ihr die Karten noch nicht habt, weil die noch auf dem Weg zu euch sind zum Beispiel. Und damit könnt ihr eben ein Problem kreieren. Und zwar wartet ihr natürlich, bis die Karten bei euch sind. Und in dem Moment, gerade weil die Versender ja auch manchmal nicht die schnellsten sind auf zum Beispiel Card Market oder ähnliches, ist der Hype meistens schon vorbei und die Leute sind schon nicht mehr bereit, diesen Preis zu bezahlen. Wenn man jetzt aber allerdings hingeht und sagt, okay, ich bekomme die Karten ja wahrscheinlich, ich gehe jetzt hin und verkaufe eine Karte, die ich noch nicht besitze, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Zumindest, wenn es darum geht, dass die Karten teilweise gar nicht ankommen oder nicht annähernd in den Zuständen sind, in denen man sie gekauft hat. Das ist eben ein Punkt, wo ich halt sage, ich meine, klar, manchmal hat man das so gemacht, gerade wenn es um Pre-Release-Artikel geht oder ähnliches, aber bei der Reserved List ist das ein bisschen schwieriger. Im Normalfall die Karten einzustellen, bevor man sie hat, ist im Normalfall in diesen Hype-Verkauf tatsächlich leider das Richtige, auch wenn es natürlich nicht so das Beste ist. Wenn man dann nicht in diesen Hype reinverkauft hat, muss man den Preis richtig setzen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Karte von 2 Euro auf 10 Euro gestiegen ist, wird sie diese 10 Euro nicht halten. Was ihr damit versucht ist, ihr wollt dann nicht mit 2 Euro die 10 Euro erreichen, sondern ihr wollt die Karte, die ihr für 2 Euro eingekauft habt, für 7 Euro verkaufen. Natürlich sieht das dann doof aus, weil da sind auch noch 10 Euro, da kann man auch ein bisschen gierig sein. Aber 10 Euro sind die Leute ja anscheinend nicht bereit, für diese Karte zu bezahlen, sonst wäre die mit in diesem Hype weggegangen. Deshalb schaut man sich einfach nur an, dieser Hype, bis wohin ist der gegangen, dort gehe ich dann so ein bisschen drunter und habe meine Karten dann verkauft. Ein bisschen Gewinn gemacht, ein bisschen Taschengeld gemacht und dann ist gut. Auch möchte ich hier mit diesem Ding niemanden mit zu Straftaten anstiften, weil manche Sachen gerade im Bereich Financing sind super, super shady und das gefällt mir überhaupt nicht, ich mag das überhaupt nicht. Und somit hat man dann eben einen gewissen Betrag an Geld gemacht und kann dann eben damit weiterarbeiten oder eben sich davon irgendwie was kaufen. So, jetzt mache ich einen kurzen Ausflug in das Thema Buyout. Was ist überhaupt ein Buyout? Wenn ich die ganze Zeit von Buyouts rede, was ist ein Buyout? Ein Buyout ist zum Beispiel eine Person mit einer Menge an Geld X geht hin und kauft Karte Y. Und zwar
hat er, keine Ahnung, 10.000 Euro und kauft davon 20.000 Kopien. Das ist jetzt nur ein fiktiver Betrag. Das geht auch mit 100 Euro, es geht mit 1.000 Euro, es geht mit Millionen Euro, wenn man es theoretisch übertreiben möchte. Und man weiß gar nicht, was da alles für ein Geld noch in diesem Secondary Markt drin hängt. Das ist schon krass. Also diese Person kauft Karte X für den Betrag Y. Bis zu dem Betrag Y, den sie sich als Grenze gesetzt hat, kauft sie diese Karten auf. Dadurch passiert ein Snowball-System. Bei vielen Händlern oder auch bei vielen Privatpersonen, die sich damit beschäftigen, gehen die Alarmglocken an. Und die sehen dann, zum Beispiel eine Karte, die vorher so 40 Euro kostet, hat das auch immer auf 80 bzw. auf 100 Euro. Diese Person, diese erste Person, hat schon lange aufgehört zu kaufen. Aber die anderen Händler denken sich, 130 bin ich bereit zu bezahlen. Und treiben das Ganze dann über die Kante hinaus und treiben es eben in einen absurden Preis rein. Weil im Normalfall die erste Person noch einen relativ annehmbaren Preis nimmt. Die zweite Person geht dann schon im Risikofaktor drüber und nimmt einen irrationalen Preis. Das kreiert dann einen Hype, dieser irrationale Preis. Und dann gehen ganz viele Leute hin und sagen, ich wollte die Karte immer schon mal haben und jetzt wird die teurer. Jetzt kaufe ich die, bevor die noch teurer wird. Das heißt, wir haben Person 1, die alle Karten so von, sagen wir, von 40 bis 100 Euro aufgekauft hat. Person 2, die von 100 bis 120 haufenweise Karten gekauft hat. Und jetzt kommt Person 3. Das erste ist eine Menge Geld reingeflossen, im zweiten ist es ein kleiner Betrag Geld reingeflossen und im dritten ist es ganz wenig Geld. Aber Person 3, die sagt, die Karte wollte ich schon immer in meinem Commander Deck spielen, jetzt ist die Bock teuer und bevor die jetzt noch teurer wird, kaufe ich die. Person 3 kauft in dem Fall meistens von Person 1. Weil Person 1 in dem Moment gesehen hat, okay, ich habe alles bis 100 aufgekauft, ich stelle das Ganze für 140 wieder rein. Person 2 hat eben zwischen 120 und 140 aufgekauft und die Privatperson, derjenige, der das Leidtragende daran ist, der kauft dann bei 140 die Dinge ein. Somit ist es eben der Punkt, wenn man sehen möchte, an welcher Stelle man ist, kann man natürlich gut den Preis betrachten, wie er aktuell in der Zeit ist. Möchte man Person 1 sein, muss man eine Menge Geld investieren. Kann eben gerade Karten, die viel zu günstig sind, wovon es viel zu viele gibt, einfach aufkaufen mit einer Menge Geld und dort eben dann sein Geld teilweise auf sogar verdoppeln. Möchte man Person 2 sein, die sagt, okay, ich achte auf den Hype, ich sehe, da kommt ein Hype, ich kaufe noch relativ günstig ein, vielleicht sogar für 90 Euro und verkaufe für 120 Euro und habe damit meine 30 Euro als Leib mitgemacht. Das ist dieses Fast Money, was ich euch gerade am Anfang des Videos erklärt habe. Oder möchte ich eben Person 3 sein? Person 3 geht hin, kauft das Ding für relativ viel Geld, relativ teuer, bevor es noch teurer werden könnte und wird es aber nicht mehr für den günstigen Preis verkaufen, beziehungsweise viel steigen wird es dann eben nicht mehr. Es geht dann vielleicht nochmal so um 10 bis 20 Euro hoch und dann war es das. Es sei denn, man legt die Karte eben relativ lange einfach auf die Halde. Wir nennen es auf die Halde legen, ihr könnt es unter das Bett legen, ihr könnt es hinlegen, wohin ihr wollt. Draußen in den Regen ist nicht so geil. Und damit habt ihr eben die zweite Sache. Möchtet ihr eben der First Investor sein? Auf den bin ich überhaupt nicht eingegangen, weil so viel Geld möchte einfach niemand in die Hand nehmen. Dann gibt es das Fast Money und dann gibt es das Long Term Investment. Das Long Term Investment ist eben, ich habe eine Karte für einen relativ hohen Preis gekauft. Behalte diese Karte, einfach weil ich sie auch meistens dann spielen möchte oder eben behalten möchte, weil ich sie schön finde oder weil ich an die Karte glaube. Wenn ich dann eben diese Karte behalte, dann hoffe ich darauf, dass diese Karte irgendwann den Preis erhöht, während sie dann unter meinem Bett liegt oder eben draußen im Regen, wobei das glaube ich hoffentlich weniger. Gut, wenn ich das nun alles entschieden habe, in welchem Bereich ich bin, hat man aber einen Buyout hinter sich. Weil dann ist die Karte von 80 Euro auf 140 Euro hoch. Und das ist jetzt nur ein kleiner Bereich. Es gibt ganz, ganz absurde Bereiche. Und viele Karten haben ein sogenanntes Preisgedächtnis. Ein Preisgedächtnis bedeutet, die Person, die sich für 140 diese Karte gekauft hat, wird sie nicht abstoßen, selbst wenn die Karte wieder fällt. Weil diese Person möchte mindestens ihre 140 Euro behalten. Dieses Preisgedächtnis führt dazu, dass nach jedem Spike geht die Karte runter. Weil nach jedem Spike finden Leute die Dinger im Keller oder sagen, okay, das ist der Preisbereich, den ich wieder verkaufen möchte. Person 1. Aber niemals auf das Originallevel. Wegen diesem Preisgedächtnis. Wir wollen als Menschen Gewinn machen. Wir wollen nicht hingehen und wollen jemandem 50 Euro geben und 25 zurückbekommen. Sondern wenn wir jemandem 50 Euro geben, wollen wir mindestens 50 Euro zurückhaben. Und genau das ist mit diesem Preisgedächtnis gemeint. Sorgt dafür, dass die Reserved-List-Karten zwar, wenn sie einen Hoch, einen Punkt haben, runtergehen, aber niemals wieder auf dieses Niveau, wo sie am Anfang gestartet sind. Und somit funktioniert das Long-Term-Investment, weil über lang oder kurz steigen diese Karten. Manchmal etwas schneller, manchmal etwas langsamer. Bis vor 4-5 Jahren war es einfach irrelevant. Dann sind die relativ flat geblieben und nur ganz leicht gestiegen. So 2018 hat es ja angefangen, das erste Mal den Hype. Und da war der große Reserved-List-Hype. Alle haben Reserved-List-Videos gemacht. Es wurde richtig Geld damit gemacht. Und niemand hat realisiert, dass der Hype, den wir jetzt haben, noch größer ist.
zumindest auf dem amerikanischen Markt, im deutschen Markt, beziehungsweise europäischen Markt, ist das noch nicht angekommen. Einfach aus dem Grund heraus, wir haben in Amerika diesen Punkt gehabt, dass die eine Finanzspritze bekommen haben pro Haushalt, wo dann eben viele Leute hingegangen sind und eben Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, davon kaufe ich Reservedist-Karten. Ich habe bisher jetzt noch kein Geld vom Staat bekommen dafür. Mal gucken. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich trotzdem auch in Reservedist-Karten fließen. Kommen wir jetzt zum dritten Part, das Long-Term-Investment. Das Long-Term-Investment, wie gerade eben schon gesagt, das funktioniert langsam. Das meiste Geld wurde schon gemacht. Das Investment funktioniert ganz, ganz langsam und es steigt relativ langsam, bis dann irgendwann nochmal ein Hype kommen sollte. Aber es steigt langsam. Dieses langsam Steigen ist eben die Gefahr, die das hat. Es ist eine Anlage, die eben langsam Prozente hat, wie zum Beispiel auch Gold oder seltene Erden oder ähnliches, wobei irgendwann auch eine Magic-Karte zu einer seltenen Erde wird. Und es ist damit eben sicherer. Mit der richtigen Strategie ist es halt so, dass die Karten halt so lange die Reserved-List eben vorhanden bleibt, weiter die Karten steigen, egal ob es Revised ist, egal ob es Beta ist, egal ob es Alpha ist. Und das Problem, was ihr dabei haben werdet, ist, ihr werdet Karten kaufen, die ihr euch auf Halde legt. Und ich habe schon Menschen kennengelernt, die dann ganz viel gesagt haben, Blackie, ich gucke da jeden Tag nach und jedes Mal, wenn das um 10 Cent fällt, stirbt in mir was. Wo ich sage, warum guckt ihr denn überhaupt nach, wenn ihr das als Long-Term-Investment seht? Wenn ihr es auf lange Zeit haben wollt, dass ihr auf lange Zeit das Geld macht, kauft ihr die Karte, guckt euch nie wieder den Preis an. Wofür? Ihr guckt das in 5 bis 10 Jahren, guckt ihr euch den Preis an und könnt dann sagen, hey, ich habe Geld gemacht oder eben ich verkaufe die Karte für denselben Preis wieder. Im ganz schlimmsten Fall habt ihr dann eben kein Geld gemacht. Das ist immer noch Investment, das ist immer noch ein Spiel. Aber grundsätzlich ist es so, dass ihr nicht tagtäglich am PC sitzt und refresht die Seite und guckt, okay, habe ich jetzt vielleicht einen Euro Gewinn gemacht? Das macht keinen Sinn. Dann habt ihr nicht diesen Long-Term-Investment-Plan verstanden, weil dann seid ihr im Short Money. Weil dann überlegt ihr ja, oh, möchte ich die Karte jetzt verkaufen? Oh, möchte ich vielleicht meine 5 Euro daraus kriegen? Das ist Short Term, das ist nicht Long Term. Long Term bedeutet das, was ich zum Beispiel mit meinen Duels gemacht habe. Ich habe mir relativ viele Duels am Anfang gekauft. Da waren die schon relativ teuer, so mit 60, 70, 80 Euro für die Uzis. Jetzt sind die so bei 300 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich nochmal welche gekauft für relativ günstig, aber ich habe keine Ahnung. Einfach, weil ich nicht richtig nachgucke. Wofür? Ich möchte sie aktuell noch nicht verkaufen. Sie sind für mich noch weiterhin ein Investment, was ich im Ordner liegen habe oder eben Spiele. Warum soll ich dann jeden Tag nachgucken, was die Karten wert sind? Das macht keinen Sinn. Zumindest nicht in diesem Long-Term-Investment. Hier ist es halt super interessant, welche Karte ihr euch aussucht. Weil ihr müsst in diese Karten glauben. Das ist das, was ich den Leuten halt immer wieder sage. Ihr müsst an diese Karten glauben. Der Short-Term-Investment wird von anderen Leuten gesagt, was ihr haben müsst, was ihr kaufen müsst. Ihr habt eine Karte, die steigt. Wir nehmen jetzt als Beispiel mal dieses Knowledge hier. Und dieses Knowledge steigt auf einmal von 2 Euro auf 10 Euro. Das ist passiert. Ich habe mir ein paar davon gekauft, so 3-4 Euro, als die anfingen zu steigen. Und die sind jetzt, glaube ich, bei 10 Euro. Ich glaube, bei 10 Euro. Und nach einer gewissen Zeit, nachdem ich die auch ein bisschen behalten habe und das nicht mehr als Rumschieberei, als Trader gilt, verkaufe ich die wieder. Und wenn ich sie verkaufe, habe ich dann einen Short-Term-Gewinn gemacht. Ich möchte diese Karte aber nicht behalten, weil ich nicht glaube, dass diese Karte diesen Wert behält. Sondern sie wird wieder fallen. Sie wird wieder auf 3 oder 4 Euro fallen. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja mein Short-Term-Money daraus generieren. Anders ist es zum Beispiel bei einer Karte wie dem Gilded Drake. Den Gilded Drake habe ich gekauft für 40, 45 Euro. Den da. Und dieser Gilded Drake ist mittlerweile, ich habe keine Ahnung, 100 Batsch mich wert. Lion's Eye Diamond, die da habe ich auch ein paar von, habe ich auch sehr günstig eingekauft. Ich habe keine Ahnung, was die wert sind. Wofür? Sie liegen bei mir rum, sie sind ein Geld, was ich irgendwann mal sagen kann, hey, ich brauche eine neue Küche, ich verkaufe ein paar Karten. Und genau das wollt ihr erreichen mit diesem Long-Term-Prozess. Aber den Gilded Drake habe ich mir ausgesucht. Die Lion's Eye Diamonds habe ich mir ausgesucht, vor langer Zeit sogar schon, weil ich an diese Karten glaube. Weil ich denke, Lion's Eye Diamond ist eine gute Karte. Sie ist im Legacy gespielt. Sie ist eine wunderschöne Vintage-Karte. Sie ist eine wunderschöne Sammelkarte, weil sie ein wunderschönes Artwork hat. Der Gilded Drake ist eine total underrated Karte. Ist aber eine Reserved-Karte, die eben sehr, sehr viel Commander-Play sieht. Weil wenn ich die mit deinem Commander tausche, hast du ein Problem. Und das ist halt das Coole an diesem ganzen an diesen ganzen Sachen. Ihr kauft euch Karten, wo ihr dran glaubt, die cool sind, die gut sind. In meinem Fall sind es zum Beispiel noch, ich habe noch Survival of the Fittest. Wunderschöne Karte. Ich liebe diese Karte. Ich wünschte, sie würde im Legacy entbannt. Sie wird im Legacy nicht entbannt, aber ich wünschte, sie würde entbannt. Selbst wenn sie nicht entbannt wird im Legacy und im Vintage kein Play sieht. Jeder grüne Commander-Spieler möchte diese Karte haben. Jeder. Warum nicht? Es gibt keinen Grund, sie nicht zu spielen. Es sei denn, ihr spielt ohne Kreaturen, aber dann spielt ihr, glaube ich, nicht grün. Und deshalb glaube ich an diese Karten. Ich glaube daran, dass sie teurer werden. Ich glaube daran, dass Leute diese Karten spielen wollen. Und ich glaube daran, dass Leute bereit sind, einen Preis zu bezahlen, um diese Karten zu spielen. Das sind dann aber meine Long-Term-Investments. Kommen wir zum Roundup.
Also, was ist besser? Fast Money oder Long-Term Investment? Sage ich ganz klar, kommt drauf an, welche Karte, kommt drauf an, was ihr machen wollt, kommt drauf an, wie sicher ihr sein wollt. Weil, wie gesagt, Short-Term Money ist immer unsicher. Was kann jemand genau dasselbe machen wie ihr? Nur, dass der halt seinen Betrag dann um 50% unter euch setzt und ihr auf einmal denkt, nee, dafür verkaufe ich den nicht. Und auf einmal bleibt ihr auf euren Karten sitzen. Ist mir auch schon passiert. Aber Short-Term Money ist auch das, was sich gut anfühlt. Man fühlt sich dabei richtig gut. Und muss ich leider sagen, wenn man Karten kauft für 1, 2 Euro, die man dann für 10, 12 Euro kurz danach wieder verkaufen kann. Das gibt einem schon was. So ist es nicht. Investment ist da wirklich so ein kleines Spiel im Spiel. Aber es ist eben gefährlich. Ja, oder wollt ihr eben euch ein bisschen Karten kaufen? Ihr wollt, seid nicht sicher, ob ihr jetzt ein neues Display haben wollt oder ein Gilded Drake, wenn die ungefähr gleich sind vom Preis. Dann sag ich, kauft den Gilded Drake. Mit dem werdet ihr im Commander mehr Spaß haben. Ihr könnt den sogar im Legacy spielen. Ihr könnt den in euren Casual-Runden spielen, wenn ihr damit unbedingt den großen Fetti vom Gegner klauen wollt. Und ihr habt eine Investmentkarte, die immer weiter teurer wird. Es sei denn, ihr zerstört sie. Oder Wizard hebt die Reserve List auf. Das Ganze ist nur so lange ein Gebilde, wie Wizard die Reserve List nicht aufhebt. Dazu habe ich das Video ja schon gemacht, was ich über die Reserve List denke. Und ich denke, die Reserve List bleibt. Und so könnt ihr euch aussuchen, ob ihr entweder Short-Term Money wollt, ein bisschen Gambling betreibt damit im Endeffekt, oder ob ihr hingeht und eben Long-Term Investments macht, euch sagt, okay, ich nehme eine Menge Geld in die Hand, ich kaufe teure Karten, aber ich bekomme mein Geld aus diesen teuren Karten auch raus. Und für mich persönlich ist das eher der Fall. Zumindest was das Große und Ganze angeht. Natürlich habe ich immer wieder so kleine Karten, die ich kaufe und wieder verkaufe, um eben dieses Short-Term-Money mal zu machen, weil es einfach aber Spaß macht. Reserve List ist für mich eine lange Anlage. Ich kaufe große Karten, die ich lange halte, damit Geld zu halten. Diese Short-Term-Spikes haben sich bewiesen, das ist ganz cool. Es macht auch mega Spaß, das zu machen, aber es ist Gambling, weil man kann damit auch eine Menge Geld verlieren. Und das kann man bei diesem ganzen MTG Finance. Deswegen würde ich grundsätzlich jedem sagen, macht das nur, wenn ihr Geld übrig habt, mit dem ihr eh nichts anderes anfangen würdet. Aber es ist kein Weg, Geld zu verdienen oder damit davon zu leben oder ähnliches. Tut das nicht. Das habe ich so viele Leute dran kaputt gehen sehen. Ich möchte nicht, dass ihr auch dran kaputt geht. Wenn ihr weitere Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Sachen anders seht oder eben denkt, du erzählst da völliger Mist, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr weitere Anmerkungen habt zu wie funktioniert irgendetwas, wie gesagt, muss nicht unbedingt Reserved sein. Oder wenn ihr meine Meinung zu etwas haben wollt, wie jetzt zum Beispiel der nächste Talk für den nächsten Monat steht schon, den bin ich aktuell am Vorbereiten, ist eben Proxies. Und meine Meinung dazu, die ich euch eben wiedergebe in diesem kleinen Format. Wenn ihr andere Sachen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Sail. Ciao, ciao.